Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Netzwerktechnik-Serie im Application Layer. Heute wollen wir uns mit ein bisschen Praxis beschäftigen und zwar bin ich dazu erstmal einfach auf meine Website gegangen. Wir wollen uns heute angucken, wie so ein GET-Befehl auch wirklich in der Praxis aussieht. Das könnt ihr natürlich auch mit Post-Befehlen machen, einfach mal ein Formular benutzen und dann selber mal gucken, wie dieser Post-Befehl dann auch wirklich ausgeführt wird. Wir nutzen dafür, also ich nutze jetzt in dem Video jetzt hier so eine Art Chrome. Es ist kein Chrome, es ist ja, wie gesagt, eine Art Chrome, es ist eine Abwandlung davon, aber mit Chrome funktioniert es genauso, Firefox kann das auch und ja, wir benutzen jetzt erstmal das hier. So, ich habe jetzt hier, übrigens habe ich tatsächlich einen Adblocker für diese Videos jetzt mittlerweile mal installiert, damit ihr nicht irgendwelche Sachen zu sehen bekommt, die dann vielleicht uralt sind oder ich irgendwie Probleme deswegen bekomme, weiß ich nicht. Okay, ja, deswegen gehen wir jetzt hier erstmal auf Untersuchen. Und dieses Untersuchen ist natürlich jetzt erstmal, sieht bei euch wahrscheinlich ein bisschen kleiner aus, bei euch könnte es wahrscheinlich so aussehen wahrscheinlich, aber ja, ihr könnt das natürlich beliebig groß ziehen und dann gehen wir hier einfach auf die Konsole, aufs Netzwerk, sorry, und laden die Seite einfach mal kurz neu. So, und dann sehen wir sowas hier, hier baut sich ein extrem komplexes Zeugs auf und das sind wirklich alles einzelne HTTP-Befehle, beziehungsweise HTTPS-Befehle in dem Fall jetzt, weil ich natürlich hier HTTPS verwende und kein HTTP. Und ja, das alles ist tatsächlich jetzt hier wunderbar zu sehen, was hier eigentlich gerade passiert. Wir haben jetzt hier die Seite the-morpheus.de haben wir geholt. Da sehen wir hier, Size war das hier und wie lange es gedauert hat, sehen wir hier auch. Erstmal musste natürlich ein DNS-Lookup gemacht werden. Das heißt, wie oder ja, was ist eigentlich the-morpheus.de, wie ist die IP davon? Dann haben wir eine Verbindung aufgebaut, haben SSL aufgebaut. SSL deswegen, weil wir hier HTTPS haben. Das habe ich euch aber schon in der Netzsicherheitsserie erklärt. Und ja, damit konnten wir dann natürlich den Befehl vernünftig ausführen hier. Aber wir sehen auch hier zum Beispiel, dass wir hier from memory cache stehen haben. Das bedeutet, die Sachen waren alle noch in meinem Cache drin. Das heißt, die musste ich nicht nochmal runterladen. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil dadurch sehr viel Zeit erspart wird. Wir sehen hier Time 0 Millisekunden. Das ist natürlich super gut. So, jetzt ist vielleicht noch interessant, was passiert denn, wenn ich da auf einen Befehl draufklicke? Ich nehme jetzt einfach mal den ersten. Und da sehen wir hier, die requested URL war die hier, logischerweise, also meine Website. Dann hier die requested method und hier sehen wir get. Wenn hier post steht, dann habt ihr irgendwas an die Website geschickt. Das war das, was ich euch gerade gesagt habe. Dann sehen wir hier den Statuscode. Zu den Codes mache ich nächstes Mal noch ein extra Video. Aber 200 bedeutet erstmal, alles war in Ordnung, also grün. Hier in dem Fall 200 bedeutet einfach nur okay. Dann hier die IP-Adresse von dem Server, die aufgelöst wurde. Port, Achtung, 443 wegen HTTPS, habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Port ist 80, wenn wir HTTP benutzen. Und 443, wenn wir HTTPS benutzen. Dann Referral Policy, das ist was, ja, das ist was anderes. Und dann sehen wir hier die Response Headers. Die Headers kamen allerdings ein bisschen anders zurück. Und zwar kamen die tatsächlich so zurück, das heißt, die kamen wirklich so als Textformat zurück. Und wir konnten dann sehen, okay, HTTP Version 1.1, Status 200, okay. Server Nginx 1.10.3, das ist die Version von Ubuntu. Dann das Datum 5. Februar 2018, 9.21 Uhr. Ja, es ist immer noch relativ, nein, das ist die Serverzeit, es ist bei mir 10.21 Uhr, sorry. Dann hier, was es ist, also Text/HTML. Charset ist UTF-8 und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier eben die Verbindungsinformationen, also Connection und so weiter. Und ja, das ist, also Parse sieht das halt ein bisschen anders aus. Da sind halt die Dinger vorne dran mit einem Doppelpunkt dann und sind dick gedruckt und so weiter. Aber ja, das sind einfach solche Sachen, die dann eben im Header drinstehen. Das heißt, das sind die Informationen, die wir auch mit Head bekommen würden. Request-Headers sehen auch in etwa so aus. Das ist das, was wir tatsächlich hingeschickt haben. Und das könnt ihr jederzeit einfach an den Server schicken. Ihr könnt jederzeit einfach sagen, get http 1.1 host the-morpheus.de und so weiter und so fort. Genau diesen Textblock hier könnt ihr jederzeit einfach zu einem Server schicken und bekommt dann auch wirklich was zurück. Ihr müsst auch den User-Agent hier nicht unbedingt angeben. Das geht natürlich, wie man das machen möchte. Der ist übrigens nicht echt hier, der ist gespooft. Ich spoofe immer meine User-Agents, ich habe vergessen, das auszumachen, sorry. Genau, und ja, das bedeutet einfach, wir haben hier tatsächlich jetzt die rohen Requests, das heißt genau das, was wir an den Server geschickt haben, was ja relativ interessant eigentlich ist. Und das könnt ihr auch gerne einfach mal bei euch ein bisschen ausprobieren. Schaut einfach mal nach, was diese Webseiten tatsächlich haben. So, jetzt, unser Browser hat ja nicht nur diese Anfrage hier gestellt, sondern auch noch die jQuery-Anfrage, die Init-Skript und so weiter und so fort.
Und ja, wie hat er das gemacht? Naja, er hat einfach gesehen, ah, okay, da fehlt noch was, denn in der HTML-Source-Datei, die wir hier angefragt haben, das ist die Source-Datei hier, steht ja drin, benutze und dann eben einen Link zu einer anderen Datei. Und alle Links, die er jetzt hier gebraucht hat, um diese Website anzuzeigen, hat er einfach dann auch noch angefragt. Das heißt, alle Bilder, alle JavaScripte, die eingebunden sind, alle CSS-Files, die eingebunden sind und so weiter und so fort. Gut, dann haben wir hier natürlich Preview. Da sehen wir übrigens auch diese ganzen Hrefs. Das ist, heißt, das musste angefragt werden, das musste angefragt werden und so weiter und so fort. Also wir sehen hier, diese ganzen Hrefs bedeuten im Endeffekt, ja, das muss noch angefragt werden. Und genau, dann sehen wir hier, können wir noch das Timing angucken, was eben hier gerade so passiert ist. Aber das haben wir uns ja eigentlich vorhin schon angeguckt. Okay, cool. Und ja, jetzt solltet ihr auf jeden Fall in der Lage sein, das alles zu verstehen, zumindest grob alles zu verstehen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Headern haben wollt, könnt ihr gerne noch meine Server-Einrichten-Serie euch angucken. Da ist auch noch ein bisschen mehr dazu erklärt. Aber ansonsten, die meisten Sachen solltet ihr jetzt hier auf jeden Fall verstanden haben, vor allem hier dieses Get. Und dass ihr das eigentlich auch selber wirklich jederzeit machen könnt, ohne auch wirklich jetzt hier einen Browser zu benutzen, sondern ihr könnt auch einfach einen Python-Code schreiben und dann einfach dieses Ding selber anfragen. Das funktioniert auch wunderbar. Okay, ja, und das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.